Es gibt insgesamt 4 große Regionen, die dauern plus minus eine halbe Stunde je Region. Warum habe ich die Region genannt? Früher hätte man vielleicht gesagt Sätze, aber Region hat etwas mit dem Geografischen zu tun. Es gibt in jeder Region eine oder zwei oder manchmal auch 3 Hymnen, die sogenannte Zentren sind, um die herum ich dann andere Teile von Hymnen, von Nationalhymnen herum gruppiere und die dann auf die verschiedenste Weise integriert werden in die Klangwelt der elektronisch erzeugten Töne. Nun, es ist sicher nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Hymnen, die man schon in der Schule singt, so ziemlich das weit verbreitetste musikalische Material sind, das es überhaupt gibt. Das heißt also, dass ein Musiker, der besonders daran interessiert ist, bewusst zu machen, wie man mit bestimmtem Material umgeht, wie man es verändert oder wie man es integriert, dass der auf solch ein Material zurückgreift, das möglichst, wenn ich es mal sagen soll, populär ist oder auch vulgär ist. Denn sicher sind die Hymnen nicht die beste Musik, die auf diesem Erdball existiert, aber sie sind doch die einfachste. Sie sind immer so konzipiert, dass möglichst viele Leute sie schnell lernen können. Das heißt also, dass jeder ziemlich schnell erfasst, was mit einer Hymne geschehen ist. Die haben einen, wie man sagt, einen sehr hohen Redundanzwert. Also man erkennt sie sofort, so einen Signalcharakter. Wenn also eine Hymne zerhackt ist, oder wenn etwas fehlt aus einer Hymne, oder wenn die an zu stottern fängt, oder wenn die schon nach einem Takt in eine andere Hymne überleitet, dann erkennt man sie sehr schnell. Also das Was des Komponierens wird besonders wichtig, wenn das Wie selbstverständlich ist. Als ich zum ersten Mal die Idee hatte und alle Nationalhymnen aus der ganzen Welt bestellte, einschließlich allen asiatischen Staaten und neu gegründeten afrikanischen Staaten, da gibt es ja erst seit 10, 15 Jahren so unheimlich viele neue Hymnen, da kriegte ich also in kürzester Zeit an die 120 geschickt und ich musste die erstmal katalogisieren. Und es war hochinteressant, wie die zum Teil gespielt waren. Die waren ja nicht alle nur mit Militärkapelle gespielt, obwohl die meisten. Ich würde es auch bezeichnen, dass man die Nationalhymnen, also das Aushängeschild einer Nation, meistens entweder mit der Feuerwehrskapelle oder mit der Polizeikapelle oder mit der Militärkapelle spielt. Und die dadurch auch ihren etwas militaristischen Klang meistens kriegen. Aber aus Indien oder aus Kambodscha oder aus manchen afrikanischen Ländern hatte ich auch welche, die mit Instrumenten gespielt waren, die es nur in diesen Ländern gibt, also Volksinstrumente. Nun, kurz gesagt, über diesen Materialcharakter, der global ist, der universell ist, wenn ich das so sagen darf, und was mir wesentlich für das 20. Jahrhundert zu sein scheint, gibt es natürlich noch etwas hinaus, nämlich der Gedanke, dass wenn ich ein Werk konzipiere heutzutage, dann soll es alle Menschen betreffen und nicht nur die Europäer und nicht nur die Deutschen und nicht nur die Leute, die an einem bestimmten Sektor der Musik interessiert sind, sondern alle Menschen möglichst betreffen. Ich greife, soweit das überhaupt geht, so umfassend wie möglich einmal um diesen Erdball in diesem musikalischen Werk und versuche dann die einzelnen Hymnen zu integrieren, sodass sie zu Musik werden und nicht nur so wie Stücke in einem Bruchwerk existieren. Also das ist das Schwierige bei dem Stück, was ich nenne Integration, ist ja nicht nur einfach eine Klebarbeit machen, so wie sich das noch Künstler in den 20er Jahren vorgenommen hätten. Also sagen wir, Schwitters hätte das versucht oder wie der Picasso erstmal als Collage einen Stuhl in ein Bild hineinklebte und es einfach so krass ließ. Es gibt da noch andere Beispiele, sondern unsere Aufgabe, so sehe ich sie jedenfalls, besteht darin zu versuchen, also eins ins andere überzuführen. Oder sagen wir mal, eine Hymne in ihrer melodischen Gestalt mit einem Rhythmus einer anderen Hymne zu überlagern und mit einer Klangfarbe vielleicht einer dritten Hymne, die einen spezifisch folkloristischen Charakter hätte. Und dann noch eine Lautstärkekurve drüber zu tun, meinetwegen indem man die so mit dem Lautstärkeregler rhythmisiert, dass noch über dem Originalrhythmus ein Rhythmus einer anderen Hymne durchkommt. Dadurch entstehen so ganz merkwürdige Zwitterformen, musikalische Bastarde, wenn ich so sagen will. Also Mischungen, aber auch natürlich Neubildungen. Und das interessiert mich eigentlich aus einem Material, das zusammengewürfelt ist, eine neue Klangwelt erschaffen, die dann wieder möglichst einheitlich wird. Ohne die Vielheit zu zerstören. Das ist so ein
ein Versuch auf des Messers Schneide. Ob er einem gelingt oder nicht, das müssen halt die Hörer beurteilen. Und vielleicht können das in der Zukunft andere Komponisten noch besser machen als ich. Aber es fasziniert mich immer wieder der Gedanke, die Elemente zusammenzubringen in eine einheitliche Klangwelt, die so weit wie überhaupt nur denkbar voneinander unterschieden und scheinbar unvereinbar sind. Das ist immer das Interessante. Also ein ganz einheitliches Material von Anfang an zu verarbeiten ist einfach viel leichter. Und garantiert viel eher eine stilistische Einheit und was man so nennt, eine kompositorische Reinheit, als es sich mit allen möglichen Dingen einzulassen, die also auch, wie gesagt, Folklore sind. Und es geht jetzt darum, auch das, was gewachsen ist in anderen Kulturen und scheinbar alt für uns, so überlegene, wie wir denken, Europäer, ist, genauso ernst zu nehmen und zu sehen, dass da Qualitäten sind, die wir längst verloren haben und die sehr wesentlich sind und die zeitlos sind. Also etwas abzuschieben, nur weil es alt ist, ist im Grunde auch schon eine Einstellung, die meines Erachtens nicht mehr richtig ist. Und das ist alles Bewusstsein und es wird immer mit uns gehen. Wir sollten versuchen, den ganzen Reichtum aufrechtzuerhalten, statt ihn zu nivellieren und diese Dinge abzuschaffen.